Hi zusammen und schön, dass ihr wieder mit dabei seid bei meinem neuen Video. Heute mit einer kleinen haarigen Veränderung. Ja, ich habe endlich mal meine Haare so viel abgeschnitten, obwohl man es jetzt gerade nicht so richtig sieht, aber es ist eine Menge runtergekommen. Aber darum soll es heute gar nicht gehen, sondern ich habe etwas Deko eingekauft, etwas geshoppt bei H&M Hole. H&M Hole, ja. Bei H&M Home. So, und ja, ich denke, da sind ganz paar Sachen dabei, die euch interessieren dürften. Es sind doch alle Sachen noch aktuell. Und ich verlinke euch natürlich alles in der Infobox. Ich hoffe, ihr habt Spaß dran. Und ja, wir fangen an. Fangen wir mal mit diesen zwei kleinen Porzellanbechern an. Da steht You and Me oben. Und ich fand es so niedlich. Ja, ist halt jetzt so ein bisschen cheesy, wie man sagen würde. Bisschen Pärchenzeug. Aber das muss halt auch mal sein, ne? Aber ich mag die Kombination aus dem Weiß und dem Gold. Und das You and Me finde ich halt auch richtig niedlich. Und die beiden Porzellanbecher haben gekostet 14,99 €. Dann so niedlich dieser Apfel hier. Und hier drin ist eine Kerze, eine Duftkerze. Der Duft ist okay. Ich weiß aber nicht, ob ich die auch anzünden würde. Jedenfalls dieser Apfel ist einfach nur so niedlich. Den gibt es auch eigentlich noch in größer und in einer Birne. Auf einer weißen Kommode dann so abgestellt, finde ich das sehr, sehr süß und hat mich total angesprochen. Und ja, als ich den ausgepackt habe, dachte ich so, oh, wie niedlich. Also ich finde es echt cool und ja, hat gekostet 5,99 €. Dann etwas in diesem momentan absolut super modernen Skandinavien-Stil. Das ist dieses Teelicht. Gibt es, glaube ich, auch in noch größer. Fand ich ganz cool. Ich bin ja jetzt nicht so dieser skandinavische Einrichtungsstil-Freund. Aber so einzelne Elemente finde ich ganz cool. Und ja, mir ist es manchmal so ein bisschen zu steril, zu schwarz-weiß. Aber wie gesagt, so einzelne Elemente passt ganz gut. Hat auch 5,99 € gekostet. Wenn ich mich recht im Sinne gab, ist das auch in groß. Ja. Ja. Richtig spektakulär Zahnputzbecher, aber die sind coole Zahnputzbecher. A sind die aus Plaste und B sind die so schwarz-gold und da steht oben Mr. und Mrs. Finde ich halt auch ziemlich cool, wenn die in so einem Bad stehen und so. Jeder hat seinen Zahnputzbecher. Ja, ich weiß, wie gesagt, alles so ein bisschen cheesy, aber ich finde es cool und ja, schwarz-gold ist okay. Ich denke, irgendwann wird das Gold hier vorn abgehen, aber das ist ja nicht so wild. Ich meine, es sind Zahnputzbecher und ja, pro Becher 4,99 €. Dann habe ich noch zwei schwarze Vasen gekauft und zwar sehen die so aus. Ich finde, die sind so cool und die sehen so edel aus, wenn man hier dann so Blumen reinsteckt oder so, was ihr dafür halt immer nehmen möchtet. Ich habe die gesehen bei H&M und habe mich sofort verliebt. Ich meine, schwarz-matt, das ist so cool, die dann so versetzt hinstellen. Freue ich mich riesig, die dann zu benutzen und einzuweihen. Also ja, die mussten einfach mit. Die gibt es auch noch in verschiedenen Größen. Also da könnt ihr euch wirklich austoben und verschiedene Größen kaufen und dann eben ja, Zeugs da reinmachen, was auch immer ihr mögt. Und ja, eine Vase hat 14,99 € gekostet. Ist jetzt nicht so günstig, aber ja, ich meine, so Vasen haut man ja nie weg, sondern die hat man immer und tauscht sie eben maximal mal aus. Und ja, ich meine, sieht schon echt cool aus, oder? Und dazu habe ich noch diese kleine Vase hier mitgenommen, aber das ist eher so als Kerzenhalter gedacht für eine längliche, schmale Kerze. Passt hier nämlich auch richtig gut rein, habe ich auch auf mehreren Instagram-Bildern gesehen. Fand ich sehr cool und die hat 9,99 € gekostet. Zum Aufbewahren auch richtig cool diese Box hier. Die ist aus Holz und hat eben hier so goldene Details. Finde ich richtig cool. Hat 7,99 € im Sale gekostet. Die gibt es auch noch in ganz vielen unterschiedlichen Größen. Und ist, glaube ich, auch vieles im Sale, was sich hier gerade zeigt. Also auf jeden Fall zuschlagen. Ich nehme das auf jeden Fall zur Aufbewahrung. Ihr könnt es auch einfach so zur Deko nehmen, hier dann noch was reinmachen. Aber ich nehme es für Aufbewahrungszeug, so für Briefe und Schlüssel oder keine Ahnung was alles. Fand ich sehr cool, kann man auf jeden Fall immer gebrauchen, egal ob ihr es irgendwo draufstellt oder in den Schrank räumt. Ja, Aufbewahrungsboxen kann man ja nie genug haben. So, und ihr wisst ja, ich bin ein absoluter Kerzenfreak, also ja, Kerzen dürfen mir gerade jetzt in dieser Jahreszeit nie fehlen, wirklich nie. Und so habe ich auch hier wieder Kerzenständer mitgenommen. Ich zeige gerade momentan sehr viel im Schwarz, aber das ist in der Kombination sehr cool. Ich hoffe, ich kann euch demnächst ganz viele Bilder posten. Ich habe auf jeden Fall noch diese matten Kerzenständer mitgenommen. Die sind, wie gesagt, auch schwarz-matt und für längliche Kerzen. Und ich finde, es sieht gerade cool aus, wenn man so farbige längliche Kerzen reinmacht. Wisst ihr, also so zum Beispiel in einem Silber oder auch in einem Gold, mega cool. Sondern nicht einfach nur so dunkel oder weiß, sondern eben, wenn die eine andere Farbe haben und der
Teelichthalter dann eben schwarz-matt ist. Da freue ich mich schon sehr und das kann ich mir sehr, sehr gut vorstellen. Einfach auch in der Kombination mit dem, was ich euch schon vorher gezeigt habe. Und dann das Ganze nochmal in Silber. Die sind halt auch alle im Sale gewesen für 3,99 € und wie gesagt, jetzt geht da eben so die besinnlichere Zeit los, wo so alles ein bisschen gemütlicher wird und da ist es mir eben auch sehr wichtig, dass ja, es heimisch ist und ja, man sich wohlfühlt. Das ist eigentlich das A und O, weil man kommt nach Hause, hat einen stressigen Tag oder vielleicht hat man auch einen blöden Tag gehabt und dann ist es für mich einfach das Wichtigste, nach Hause zu kommen und zu wissen, alles ist schön, alles ist gemütlich, Wohlfühlatmosphäre, dass natürlich mein Freund sich auch wohlfühlt, ist mir extrem wichtig. Und ja, wie gesagt, das ist einfach für mich das A und O. Und deswegen, ja, stehe ich auch so auf so Deko und mache das alles schön gemütlich. Und Kerzen gehören eben als Gemütlichkeitsfaktor dazu, das brauchen wir nicht leugnen. So, dann noch Kissen. Bei Kissenbezügen raste ich immer regelmäßig aus, weil ich finde bei H&M, die sind von der Qualität her gut, die sind vom Preis her okay. Die sind jetzt auch schon ziemlich teuer geworden, einige finde ich, aber generell ist die Qualität super, die Auswahl ist ganz schön und ja, Preis ist meistens auch in Ordnung. Erstmal ganz langweilig habe ich mir so in so einem Anthrazit dunkelgrau, schon fast schwarz, eine Kissenhülle bestellt. Das ist 40x40. Schaut so aus. Eine wahrscheinlich fürs Wohnzimmer und eine dann fürs Schlafzimmer. Also ist für die Wohnung von meinem Freund. Wir haben jetzt eine neue Couch bestellt. Die kam heute an. Die ist so geil. Ich zeige euch die auf jeden Fall noch. Und da müssen auf jeden Fall Kissen drauf mit unterschiedlichen Bezügen, dass das Ganze so ein bisschen aufgelockert wird. Ja, wie gesagt, das hier nochmal. Das weiß ich noch nicht, ob das ins Schlafzimmer kommt oder auch auf die Couch. Muss ich mal schauen. Und richtig geil, das habe ich gesehen und dachte, boah, Wahnsinn. Übrigens kostet ein Kissenbezug von denen 3,99 € oder 4,99 €. Ich glaube 4,99 €. Ist aber auch wirklich ein toller Stoff, kann ich nichts sagen. Und bei dem Kissenbezügen, das habe ich gesehen und dachte so, boah, richtig schön. Schaut mal. Das ist wie so grau, leicht bläulich mit so Blumenornamenten drauf. Mega schön. Und zwar in 50x50. Ich finde es so schön, und das, weil ich das, mich so verliebt habe in diesen Kissenbezug. Mein Freund hat auch gesagt, mega geil. Schaut so aus. Habe ich den eben gleich zweimal. Und da hat es aber auch 20 € gekostet. Also 19,99 € pro Stück fand ich extrem viel. Wenn ich dachte, okay, für einen Kissenbezug. Aber gut, auch wieder so eine Sache wie mit den Kerzen. Ne? Das ist ja, das hat man ja immer. Das haut man ja nicht weg, außer es ist irgendwie geht mal kaputt oder so. Aber generell tauscht man das halt mal aus. Aber es ist nichts, was man weghaut oder so. Es ist halt eine Investition. Und es sieht sehr schön aus. Ich hoffe dann, die Kombination sieht auch toll aus. Und wie gesagt, um das noch ein bisschen mehr aufzulockern, hier noch so eine Struktur. Ist eben auch so grau-weiß. Ich glaube, das hat 7,99 € gekostet. Ja, war jetzt nicht so teuer. Ich mag das Muster, ist einfach noch ein bisschen aufgelockert. Und das Ganze nochmal in dieser Struktur, in diesem Muster. Das ist eben weiß und das ist so silbrig, glitzernd, schimmernd. Sieht man leider in der Kamera nicht ganz so gut. Und auf der anderen Seite ist eben auch so ein cooles Grau. Ist auch 50x50 und das Kissen war, die Kissenhülle war aber 14,99 €. Aber ich mag dieses Muster total gern. Und ja, das lockert das Ganze, wie gesagt, nochmal richtig schön auf. Ich werde nicht alle ins Wohnzimmer packen, ein paar dann eben ins Schlafzimmer. Müssen wir mal schauen, auch was mein Freund dazu sagt. Generell gefallen ihm die Sachen aber sehr, sehr gut. Die sind alle sehr dunkel gehalten. Oh, ich habe das Wichtigste vergessen. Ja, ich rede noch zu Ende. Die sind halt alle sehr so schlicht und dunkel gehalten. Aber ich mag das ja, wenn das alles so ein bisschen in einen Stil geht und nicht so extrem kunterbunt gemixt. Und ja, ich denke dann, so in der Kombination sieht es bestimmt sehr, sehr cool aus. Freue ich mich sehr. Und jetzt der Tipp des Tages. Ist nicht direkt H&M Home, aber gehört halt mit zu meinem H&M Haul. Sprachfehler. Sind diese Schuhe. Leute, ich sag euch, ich könnte stundenlang über diese Schuhe reden, ne? Ihr denkt euch so, oh, wie random. Nee. Die sind fester Bestandteil und Mittelpunkt meines Lebens geworden. Ohne den geht gar nichts mehr. Wenn ich den ganzen Tag auf Arbeit war, auf meinem scheiß High Heels und Pumps unterwegs, ja, freue ich mich einfach nur, wenn ich nach Hause komme, die Tür aufschließe, auf diese scheiß Schuhe. Ja, die sind so warm, die sind so flauschig und gerade ich, Frostbeule, wirklich, habe sogar in denen warmen Füße. Und die haben so einen Jeans-Schwarz.
So cool sind die denn und die sind so warm. Ja, die haben 14,99 gekostet und ich kann euch diese Hausschuhe nur wärmstens ans Herz legen, denn wie gesagt, wenn ich nach einem langen Arbeitstag nach Hause komme und die in die reinschlüpfe, dann gehe ich so Heaven. Ja, in diesem Sinne würde ich sagen, wir beenden das hier lieber. Ansonsten schwärme ich noch weiter über diese Hausschuhe. Ich hoffe, das Video hat euch gefallen. Es war mal ein bisschen was anderes. Lasst mir gerne Tipps da, wo ihr so Deko kauft, weil ich gehe sonst immer nur so im Depot, H&M, Ikea, also halt das Übliche, ne? Ich würde halt aber auch gerne mal was anderes ausprobieren, sehen. Also wenn ihr da Tipps für mich habt, lasst es mich gerne wissen. Und ansonsten, wie immer, lasst es euch gut gehen und hoffentlich bis zum nächsten Mal. Tschüss!